Ja, hallo, Leute. Adieu, Taxi. Wir haben ein Problem und das betrifft euch alle, nicht nur mich. Ich habe vergessen, eine Schutzweste zu kaufen. Das heißt, es wird ein spannender Fußmarsch, den wir mit der heutigen Folge be Hallo? Den wir mit der heutigen Folge. Nee, mit dem wir die heutige Folge beginnen. GTA kommt ja sowieso nur alle 2 Tage und dann beginnt man die Folge natürlich mit der langweiligsten Sache der Welt, über die Straßen laufen und diese interaktive Spielwelt genießen. Super interaktiv, seht ihr, man kann gegen Menschen laufen und gegen alte Menschen, die Arme, keine Ahnung, die haben wohl Prothesen alle. So, wo ist der Waffenladen? Der ist irgendwie, ein bisschen zurechtfinden tue ich mich jetzt schon in der Stadt, aber so genau die Position von allem kenne ich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass der Waffenladen hier auf dieser Höhe ist und dann da vorne rechts, weil das ja auch die Institution ist, die wir am häufigsten benutzen. Wir sind im Waffenladen eigentlich fast häufiger als zu Hause. Ja, das ist GTA. Das muss so sein. Ach warte, kriegen wir eine Schutzweste in dem Waffenladen? Weiß ich gar nicht. Muss ich jetzt mal schauen. Ansonsten, aber normale Waffen habe ich ja auch nicht, weil ich ja glücklicherweise gestorben bin. Also ich bin nicht gestorben, das war alles. Falls ihr euch, also das, was in der letzten Folge passiert ist, das ist nicht passiert eigentlich. Das war alles nur gespielt. Das war ein alternativer Spielstand. In Wahrheit bin ich nie gestorben. Aber hier, ich merke auch gerade, hier kriegen wir keine Schutzweste. Aber dafür kaufen wir einfach mal 3 Magazine von der SMG. Ich hoffe, das waren auch nur 3 Magazine, die ich jetzt genommen habe. Die sollten nämlich reichen. Naja, Schutzweste müssen wir dann irgendwie. Kriegen wir jetzt wieder. Warte, war das die vorletzte oder letzte Mission, wo wir die kostenlose Schutzweste von Salvatore bekommen haben? Muss ich jetzt mal gleich schauen. Vielleicht kriegen wir wieder eine kostenlose. Das würde mich natürlich sehr freuen, aber weil das Spiel uns so selten eine Freude macht, fährt es uns direkt mal an und zieht uns 5% Gesundheit ab. Das ist schön. Bei Mar zu Hause wird auch keine Gesundheit rumliegen. Ne, die gibt uns, die schmiert uns nicht mehr ein Butterbrot, wenn wir in die Schule gegangen sind. Was für eine Scheiße ist das denn? Und dann schickt ihr noch Auftragskiller auf uns hier und die sollen uns dann umbringen. Nee, 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 nee. Das ist also eine verkorkste Welt, ist das. So. Ach, im Übrigen auch, ne? Sollten ja die meisten mitbekommen haben, die mehr als nur dieses Let's Play schauen. Last of Us ist ja mittlerweile vorbei. Ich habe auch. Warte, ach scheiße, was? Das ist schon die Folge, die 2 Tage nach dem letzten Teil Last of Us kommt. Aber was soll's. Ja, jetzt hab ich jetzt eigentlich nichts mehr weiter drüber zu sagen, außer dass ich jetzt gerade nicht weiß, was ich sonst noch weiterspielen soll. Das heißt, im Moment kommt erstmal nur GTA. Und dann werde ich mal schauen, was ich so noch sonst so mache. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass ich zu Silent Hill zurückkehre und dann noch diese Minimission mache. Da gab es ja noch eine Mission, wo wir so ein kleines Mädchen oder was, kleiner Junge, ich weiß es nicht mehr, nach Hause verfolgen mussten. Und allgemein gibt es dann noch so andere kleinere Sachen, die wir noch nicht fertig haben. Wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, weil Silent Hill war ja auch ein ganz gutes Spiel. Habe ich auch gerne gespielt. Ne? Habe ich nicht gespielt, nur weil ich mal Horror spielen wollte und mal so testen wollte. Aber das Spiel ist ganz gut gewesen. Also es ist ganz gut, es steht bei mir im Regal. Ich weiß noch, wie ich es mir am Anfang ausgeliehen habe, es hinterher gut fand und dann einfach für 20 € gekauft habe. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja, da muss ich mal schauen, ne? Silent Hill ist auf jeden Fall auf der Liste und so komplett neu, als komplett neues Let's Play weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich meine, im September, glaube ich, ne? September kommt GTA 5 raus. Das wird auf jeden Fall schon mal konkret. Das wird, na, ist ja logisch. Bis dahin bin ich auch wahrscheinlich mit Liberty City Stories hier fertig, hoffe ich mal. Aber so lange kann das nicht dauern. Ich meine, wenn das andere auf der PS Vita 40, 45 Teile gedauert hat, dann ist das auf der PS3 ja eigentlich locker zu erledigen hier. Naja, muss man schauen, ne? Killzone Mercenary für die PS Vita wird auf jeden Fall gespielt. Also, das ist auf jeden Fall fest auf meiner Wunschliste. Vor allem, weil ich schon so lange nichts mehr für die PS Vita gemacht habe. Das kommt dann an die PS Vita-Freunde hier. Das Video. Also, das Let's Play zu Killzone Mercenary. Und, ja. Ansonsten noch Beyond Two Souls habe ich auch schon in Last of Us kurz erwähnt. Ich hoffe, jetzt guckt hier niemand zu, der Last of Us abgrundtief hasst, weil sonst wird er mich jetzt abgrundtief hassen, dass ich so viel über dieses Spiel rede. So.
Ich muss gerade mal... Ich hoffe, die... Ich, ach, warte, da oben liegt da was. Nee. Ich will mal kurz hier drauf. Da oben war eine Waffe oder sowas. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, was das ist, weil ich lieber erstmal die Gegner besiege. So, komm. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie sich nicht so stark vermehren. Aber ich glaube, es ist so. Wie die Kaninchen hier. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Waren das die Kaninchen oder die Hasen? Das sind ja, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Kenne ich mich nicht so aus mit. So, ja, aber in Bezug auf das Let's Play rede ich, glaube ich, gleich ein bisschen weiter, weil jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen außer Gefecht. Ich bin ein bisschen außer Gefecht jetzt gerade. Habe ich gar nicht mitbekommen. Haben die mich getroffen? Oder habe ich jetzt abgezogen bekommen, weil ich durchs Feuer gelaufen bin? Hä? Naja, komm, machen wir nochmal. Ist halt nicht so eine Mission, wo ich jetzt automatisch sage, Scheiße. Einer von Mars-Killern will ich aufs Korn nehmen. Welcher ist es denn? Oh, der hier. Ja, ich habe schon mitgekriegt, welcher es ist. So, den schlagen wir jetzt kaputt. Dann haben wir eine kostenlose AK. Oh, was für ein Plan. Und dann nehme ich mir zwischendurch mal so ein Herz auf. Verliert der nie Energie oder was ist mit dem? Die Teile sind immer auf grün um den rum. So langsam werden sie dunkel. Ich glaube, der hat eine Schutzweste oder sowas. Oh ja, eine kostenlose AK-7 und eine kostenlose Schutzweste. Oh, das hat sich gelohnt. Wenn ich nächstes Mal keine Waffen habe, dann gehe ich gar nicht in den Waffenladen. Dann warte ich einfach, bis einer von den Auftragskillern kommt. Einer von den Unfähigen. Und kann die dann mit der Faust erledigen. Kriege ich dann erstmal kostenloses Equipment hier. So eine AK kostet ja auch schon Geld, ne? Da musst du ja auch mal mit rechnen. Ja. Also, ne? Let's Play technisch geht ja 5 auf jeden Fall. Killzone, Mercenary auf jeden Fall auf der Wunschliste. Beyond Two Souls, das ist ja auch so in aller Munde eigentlich schon. Zumindest in der PS3-Community-Szene so. Wer Heavy Rain mochte, wird das Spiel auch mögen. Und ich mochte Heavy Rain, deswegen werde ich es mir auf jeden Fall holen. Ja, dann muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt Let's Playe, weil das war ja wie bei Last of Us so, dass ich, dass es so ein Spiel, beziehungsweise es ist so, dass das wahrscheinlich ein Spiel sein wird, was man am besten erleben kann natürlich, wenn man alleine spielt. Ist ja logisch, wenn man so sich nicht drauf konzentrieren muss, ein bisschen was nebenbei zu sagen. Das sieht man ja auch bei meinen Let's Plays so immer so ein bisschen, ich passe nicht so gut auf bei dem Gameplay, weil ich mich natürlich auch darauf konzentriere, ja, eben zu labern. Und das ist anstrengender, als ihr denkt. Das glaubt ihr gar nicht. Deswegen resultiert das manchmal auch in weniger oder etwas besser, weniger guten oder dann entsprechend etwas besseren Parts. Wenn ich mal halt gute Laune habe, beziehungsweise gerade multitaskingfähig bin, dann werden das bessere Folgen. Und ja, da muss ich mal schauen, ob ich Beyond überhaupt Let's Playe und wenn ja, ob ich es beim ersten oder zweiten Mal mache, hängt, glaube ich, so ganz davon ab, ob ich eine bequeme Mikrofonaufstellung für mich finde, sodass ich da bequem beim Spielen reinlabern kann und auch meinen Mund halten kann, wenn ich es will, weil Beyond will ich auf jeden Fall genießen. Ja. So, das möchte ich nur mal sagen, aber das ist ja alles auch noch Zukunftsmusik hier. Zukunftsmusik, auch ein schönes Wort, das ich in letzter Zeit häufiger benutzt habe. So. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal darauf, das Geld einzusammeln. Und zwischendurch ein paar von denen hier fertig zu machen. Wo ist hier Geld? Noch Geld? Geld? Hallo, Geld? Ich frage mich sowieso, warum das Geld noch nicht verbrannt ist. Ich meine, das Haus ist explodiert. Was will... Und es explodiert immer noch. Das ist feuerfestes Geld. Und ich glaube, ich verliere auch massig Energie, wenn ich hier... Was macht der denn da? Warte, wir haben nur noch ein Geld. Ein Geld müssen wir noch holen. Wo ist es denn? Hier, ne? Wo ist es denn? Hallo? Ach, warte, hier. Dieses. Komm. Ich hab's. Ja. Nein! Hurra! Nochmal!
Schön. Das freut mich aber jetzt. Guck mal, da hast alles das Geld eingesammelt, hast eine kostenlose Schutzweste und was bekommst du als Dank? Den Tod. Dreimal mache ich es jetzt schon. Ach. Ich schneide es auch nicht raus. In der letzten Folge habe ich eine negative Bewertung bekommen, da habe ich natürlich sofort angefangen zu weinen. Nee, ich kann es schon verstehen. Ich würde das... Nein, gut, als Spam würde ich das Video jetzt nicht unbedingt melden, aber ich würde auch so ein bisschen Unmut kundtun, wenn ich sowas, so eine Scheiße sehen würde bei jemandem. Da bin ich manchmal froh, dass es Leute gibt, die das rausschneiden, aber ich mache das nicht. Das gehört halt zum Spiel-Experience und so. Außerdem spiele ich halt so. Das ist halt, ne? Kann ich nicht anders machen. Und jetzt muss ich auch mal gerade warten, bis einer von Mars Killern kommt, weil sonst bin ich hier am Anus, weil ich keine Waffe habe. Ne, geht nicht. Und ich kaufe mir jetzt auch keine. Ich habe nur 2800 Dollar. Da kommst du dann nicht mal eine Woche mit über die Runden hier. Wie viel kostet so ein Cheeseburger? 800 Dollar? Oha. So, ich würde sagen, wir warten einfach hier, bis ein Killer kommt. Hallo, hallo, ich würde gerne sterben. ja, ich gehe dann mal spazieren. Vielleicht kommt ja zwischendurch einer vorbei. Mal gucken, ich gehe mal durch die Innenstadt hier. Vielleicht fahren da ja mehr Auftragskiller als gewöhnlich rum. Und währenddessen rede ich noch etwas über Gott und die Welt. Also was mit den Let's Plays habe ich jetzt abgehandelt. Ich schätze, auch wenn ich wieder in Stücken gesprochen habe, weil ich zwischendurch mich von der Mission habe ablenken lassen. Obwohl es eher andersrum ist. Ich lasse mich von meinem Gerede hier ablenken. Darüber habe ich aber trotzdem jetzt alles erzählt und ach ja, nochmal hier in diesem Let's Plays, ich weiß, andere Let's Plays, über die ich hier gerne mal rede, gucken ja jetzt auch nicht alle Leute, die GTA schauen. Ich kriege durchschnittlich mehr Aufrufe auf so GTA-Videos als auf solche von aktuellen Spielen, was aber auch irgendwie logisch erscheint, weil ich meine, die neueren Spiele werden von allen gespielt und GTA, da kümmert sich kein Schwein mehr drum, obwohl es ein ganz gutes Spiel ist. Wenn man jetzt gut genug spielt, dann macht es sogar Spaß. Ja, hurra. Well, hello there, handsome. Ja, und du bist hässlich. Verpiss dich. Ah, brav, brav, schön. Meine Befehle befolgt hier. Die Mafia hat das Sagen. Leonie for the win. So. Irgendwie kommt hier kein Killer. Muss ich mir jetzt doch eine Waffe kaufen? Ist aber ein bisschen unfair jetzt. Die wollen mich die ganze Zeit über umbringen und ausgerechnet, wenn ich einen von denen sehen will? Oder die haben jetzt Angst bekommen, weil ich den letztes Mal eine Schutzweste und eine AK abgezogen habe und das kostet ja auch für die ein bisschen was. Woher die Ma auch das Geld dafür hat, dass sie Killer bezahlen kann, die uns jetzt Wochen oder Monate lang dafür verfolgen und das sowieso nicht schaffen letztendlich, weil wir ja klug, wir sind jedes Mal respawnen, wenn wir sterben. Das können die Killer nicht. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. So, und jetzt klauen wir uns hier wieder ein Auto und dann fahren wir direkt los hier. Am besten direkt mal durch die Einbahnstraße da vorne. Nee, warte, ist gar keine Einbahnstraße, aber fahren wir trotzdem mal durch. Ja, dann machen wir heute wieder ordentlich die Schmatzerei wieder. Dieses zwischendurch, das alle immer machen, das ist ja richtig nervig. Also da möchte ich jetzt mal öffentlich Beschwerde einreichen. Bei der National YouTube Agency, Society of Internet Property and shit, you know. Wieder ein bisschen Englisch eingebracht für die Leute, die hier noch ein bisschen ungebildet sind. Denen muss ich ja auch ein bisschen was beibringen. Ich habe ja so eine pädagogische... ich habe so eine Aufgabe. Ich muss euch halt was beibringen. So einfach ist das. Es ist leichter darüber nachzudenken, als es auszusprechen. Aber das ist sowieso bei allen Sachen so. Außer bei solchen Sachen, über die man nicht nachdenken kann. So, jetzt muss ich gleich mal schauen, ob ich jetzt gerade nur gestorben bin, weil ich durchs Feuer gelaufen bin. Oder, ach, könnte auch sein, dass... Okay, ich verliere jede Menge... Ach, ich brenne. Ah, ich fange Feuer. Ja, das ist ja mal logisch. Kein Wunder, dass ich gestorben bin. Ich wusste gar nicht, dass ich weiter brenne, wenn ich da durchlaufe. Das hat mir auch keiner gesagt. Und ihr könnt nicht von mir erwarten... Verdammt, ich verliere schon wieder. Ich sehe es schon kommen. Ihr könnt auch nicht von mir erwarten, dass ich das... Okay. Gibt es hier irgendwo ein Herzchen? Ich will ein Herz haben. Hallo.
Oh, warte. Die Tür geht auf. Gibt es hier irgendwo in der Nähe... Ach, du hast noch nicht das ganze Geld. Ja, vielen Dank, ich weiß. Ich habe noch 3,28 Zeit. Das müsste eigentlich reichen. Ich laufe da unten zu dem Diner hin. Oder Diner, oder wie auch immer man das ausspricht. Da seht ihr, was ich für ein Profi bin. Und dann klaue ich mir jetzt hier mal so ein Herzchen, weil wie soll ich mit 10% Energie da durchkommen? Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, das nochmal zu verlieren. Das ist richtig langweilig, wenn man das immer wieder macht. Habe ich schon in der letzten Folge gesehen, als ich das bearbeitet habe, da habe ich mir das Video gar nicht ganz angeschaut. Da habe ich einfach übersprungen bis zum Ende, weil es einfach nur langweilig war. Ich kann das ja nachvollziehen. Ich verfolge mich schon bis zu dem Diner hier. Warte mal, wenn die mich bis hierhin verfolgen, bedeutet das, dass ich auch von hinten reinkomme. Oh, ja, Abkürzung. ich hab gecheatet, ohne zu cheaten. Guck mal. Ha. So sparen wir uns ein bisschen Zeit. So, ich habe noch nicht das ganze Geld, das ist mir schon bewusst. Deswegen werde ich das jetzt mal alles schön einsammeln. Und wenn es vorher dreimal nicht geklappt hat, dann klappt es beim letzten Mal umso besser. Wie man sieht. So, komm, jetzt haben wir das ganze Geld. Ja, und ich brenne schon wieder. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Okay, ich brenne nicht mehr. Das ist gut, das ist sehr gut. Es ist absolut zufriedenstellend, wenn ihr mich fragt. Und da unten kommen schon Autos entgegen. Das ist auch schon mal was Schönes. Wovon wir uns natürlich jetzt erstmal eins genehmigen. Hallo, Sir. Ist nur für eine ganz kurze Weile. Nur ein paar Minuten, dann haben sie ihr Auto wieder, sofern sie mich verfolgen können. So, der Wagen hat ganz schlechtes Handling. Aber wir schaffen das schon. Wo müssen wir? Wir müssen wahrscheinlich zu Salvatore, ne? Der sein Geld ja natürlich auch dort unterbringt, wo es leicht von den Gangstern der verfeindeten Familien oder was weiß ich, Organisationen verbrannt und in die Luft gejagt werden kann. Anstatt es in der eigenen Garage zu lagern, wo natürlich total unsicher Schutzweste und Waffen rumliegen, die niemand klaut. Ich habe wieder jede Menge geredet. Für mich hört sich das jetzt, während ich live rede, immer so an, als ob ich zu viel rede. Aber im Endeffekt, im Video ist es, glaube ich, genau die richtige Menge. Ja. Ja, was, worüber soll ich noch labern? Jetzt so ein bisschen außerhalb dieses Let's Play habe ich eigentlich alles besprochen. Ach ja, genau, eine Sache noch. Die werde ich gleich noch kurz anführen. So, aber erst, wenn wir hier durch sind. So. So, meine kleine Interpretation der GTA Liberty City Stories Titel, Melodie, Musik, wie auch immer, hat ja keinen Gesang. Ich weiß gar nicht, wie man das ohne Gesang nennt. Nennen wir es einfach mal Original Score. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal gleich, ich weiß, ich habe mir so ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt, weil ich noch bei 19 Minuten bin und deswegen noch nicht aufhören kann. Aber wenn ich jetzt noch eine neue Mission starte, das ist doch nichts. Dann könnte ich die mal absichtlich verlieren. Aber was soll das denn? Eine Sache noch. Richtet sich an Leute, die nicht so oft meine anderen Let's Plays gucken und deswegen da die News nicht so mitbekommen. Und weil ich ja jemand bin, der nicht so oft News-Videos macht. Ich kenne da Leute, die bezeichnen sich als Let's Player, aber jedes zweite Video von denen beginnt mit Info für euch. Heute wichtige News. Und man sieht einfach nur 2 Minuten das Gesicht von denen und sie erzählen irgendwas mit ja, und der nächste kommen total geile Änderungen auf meinem Kanal. Und so weiter. Ist keine Kritik an jemanden, wenn wieder jetzt, das muss ich mal wieder erwähnen, wenn einer von euch dabei ist, der ebenfalls sowas macht, das ist keine Kritik an euch persönlich, aber ich finde halt sowas blöd. Dann brauchst du dich nicht Let's Player nennen, sondern Let's Sayer. Sowas. Let's Sayer. Versteht ihr? bling. Leute, die meine anderen Let's Plays nicht gucken, die möchte ich hier auch nochmal mitteilen, was bezüglich dieser Musik-Rausschneide-Sache und so in anderen Spielen. Das ist jetzt in GTA zwar nicht der Fall, aber ich möchte euch trotzdem hier mal mitteilen, falls es in Zukunft
Ausrufezeichen, in Zukunft, also nicht jetzt, nicht diesen Monat, wahrscheinlich auch nicht nächsten Monat, sondern auch nicht übernächsten Monat, also irgendwann in Zukunft, also in langer Zeit, nach einer langen Zeitspanne für Let's Player, fürs Let's Player Dasein. Ich meine, das ist ja, wenn hier 1000 Videos pro Woche kommen, das ist ja eine lange Zeit. Wenn in einiger Zeit auf meinem Kanal Werbung erscheinen sollte, würde euch das stören, weil ich mit dem Gedanken spiele, einem Partnernetzwerk beizutreten, weil, Achtung, nicht, weil ich reich werden will, ja, das, was jedermann zuerst mal vermutet, wenn ein kleines Würstchen wie ich sagt, ja, ich will jetzt Partner werden, weil ich glaube, ich kann das hauptberuflich machen, 500 Abonnenten sind zwar jetzt, also man sollte, wenn man das hauptberuflich macht, sollte man so schon mindestens 600 Abonnenten haben und so, ne, ja, richtig chillig, nee, nicht deswegen, sondern einfach, weil ich dadurch nicht mehr so viel Musik rausschneiden muss, weil ich dadurch die Rechte für die Videos bekomme, weil ich dadurch andere Privilegien bekomme, wie zum Beispiel 3 Videos pro Nacht hochladen und die dann in den nächsten Tagen freischalten, sodass ich dann auch bequemere Upload-Zeiten quasi auswählen kann. Nicht 3 Uhr nachts, sondern beispielsweise 3 Uhr nachmittags, wenn mehr Leute gucken. Und wenn das eigene Video nicht in der Abo-Box der Abonnenten von allen anderen Videos überdeckt wird. Oder Sachen wie Thumbnails, also kleine Vorschaubildchen machen, oder Sachen wie, was weiß ich, was kriegt man noch so als, was für Vorteile, keine Ahnung. Der Hauptvorteil, den ich halt da im Auge habe, ist, dass ich nicht mehr die ganze Zeit Musik überall rausschneiden muss. Bei The Last of Us, ja, ich weiß, ich rede schon wieder darüber, es nervt euch vielleicht, tut mir leid, aber ein letztes Mal, da musste ich jetzt an zwei Stellen, an einer ganz besonders wichtigen Stelle, meiner Meinung nach, wo die Musik wirklich ganz besonders wichtig ist und auch noch im Abspann, wo sie ebenfalls sehr wichtig und stimmungsvoll war, da musste ich einfach die Musik rausschneiden, weil YouTube gesagt hat, nee, ey, das mit den Copyright-Rechten, also das machen wir nicht so, das ist nicht so unser Ding, ja, also dann, die Musik gehört ja Sony und die machen ja Milliarden Verluste dadurch, wenn jetzt so ein Piss-Let's Player mit 30 Aufrufen pro Video so ein Video hochlädt, wo Musik von Sony drin ist, wir schalten unsere Anwälte ein und verklagen dich, denn wir sind in Amerika und hier verklagt man jeden, selbst wenn Hundescheiße vor dem eigenen Haus liegt. So in der Art läuft das da ab. Und da müsste ich dann endlich nicht mehr drauf achten. Da könnte ich euch dann vollständige Let's Plays liefern und nicht die ganze Zeit verstümmelte Folgen bringen, die nur halb so viel Spaß machen, weil keine Musik im Hintergrund zu sehen sein kann. Oder ganze Spielszenen eventuell sogar. Das ist der Hauptgrund für mich, sowas zu tun. Nicht das Geld, das man damit verdient. Wenn ich die Gelegenheit habe, ich kriege ab und zu so Anfragen von Partnernetzwerken, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, aber wenn nächstes Mal mich so einer anschreibt oder so, dann frage ich einfach mal zurück, ob das denn möglich, ich habe keine Ahnung von so einem Zeug, aber ob es denn möglich ist, dass man in so einem Partnernetzwerk ist, aber nicht unbedingt jedes Video mit Werbung belegt, weil ich möchte euch nicht mit Werbung zuballern, das will ich nicht. Das stört mich persönlich auch. Und wenn das bei mir sein sollte, wenn das in Zukunft bei mir sein sollte, dann empfehle ich euch einfach Adblock Plus zu installieren oder was Alternatives, sodass ihr die Werbung nicht sehen könnt. Ne? Nur, dass ihr meinen Standpunkt wisst. Also schreibt einfach auch hier nochmal in die Kommentare, das haben die Last of Us Gucker gemacht und die GTA Gucker, das sind ja teilweise andere Leute, sollen das bitte auch nochmal schreiben, falls sie sich dafür interessieren, das zu schreiben. Stört ihr euch, würdet ihr euch daran stören? Ja, nein oder ne? Oder schreibt einfach in die Kommentare, was ihr heute zu Mittag hattet. Das geht auch. Ne? Gute Lösung. So, und jetzt habe ich 5 Minuten geredet. Das war absolut langweilig für euch. Von daher, gebt eine Bewertung ab. Am besten negativ. Ne? Daumen nach unten, immer schön das Video melden, mich deabonnieren und auf die Blockierliste setzen. Das war's bis zur nächsten Folge. Blablabla. Das war's, hieß es. Und wir hören uns. Bis dahin, macht's gut.